Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. EA Sports and the Korn Ferry Tour bring you the best young talent in the world of golf. From Harbortown Golf Links in South Carolina, live final round coverage of the Hilton Head Invitational. What a week and weekend this has been so far. Everything you want in a golf tournament. By nightfall, we will have our winner as you take a look at the current leaderboard on this Sunday afternoon. Our leader here on this Sunday is our featured golfer. He's got a sizable advantage here as he looks to increase it further. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zum Event in South Carolina, unserem fünften Turnier, das wir hier auf der Korn Ferry Tour spielen, und zwar Hilton Head, die Hilton Head Invitational. Das ist die finale Runde, der vierte Spieltag, und wir schauen nochmal ganz kurz aufs Leaderboard und werden also sehen, dass wir gut vorne liegen mit 11 Schlägen Vorsprung. Also, und ich kann es gleich vorwegnehmen, der Wind ist auch heute nicht so stark wie am ersten Spieltag. Soll also heißen, ich denke, die Bedingungen sind für uns gut, das dritte Turnier in Folge für uns entscheiden zu können, was uns die Tür natürlich öffnet für die PGA Tour. Drei Turniere auf der Tour zu gewinnen bedeutet die Tourkarte für die nächsthöhere Klasse für die PGA Tour, und darauf würde ich mich sehr, sehr freuen hier am Ende des Turniers. Mal schauen, ob es dafür dann auch einen Spezialbonus oder irgendeine Animation gibt. Also das muss das Ziel sein, unseren doch sehr komfortablen Vorsprung glatt hier übers Ziel zu bringen, um dann eben endlich hier die Korn Ferry Tour für uns in Anführungszeichen positiv zu gestalten mit der Tourkarte für die PGA Tour. So, Freunde, ihr habt das vielleicht auch gleich gesehen. Es ist der letzte Spieltag und wir haben ja sind übereingekommen, dass wir mit den ersten und letzten in der etwas ausführlicheren Variante spielen. Front 9, Back 9 und somit also, ihr habt es an der Animation im Flyover gesehen, werden wir hier natürlich erstmal die Front 9 hier in diesem Video zu sehen bekommen. Okay, legen wir los. Bahn Nummer 1 natürlich, erster Abschlag, 403 Yards. Wir spielen mit Rückenwind und diesmal sollte der Ball definitiv auf die rechte Seite ins Fairway kommen, damit wir natürlich einen guten Winkel zur Fahne haben, die links im Grün steckt. Okay, wir werden es so probieren. Ich wünsche uns allen ein schönes Spiel. Harbortown Golf Links. So, wir liegen leider nicht auf der rechten Seite. Ja, dann wollen wir mal schauen, ob das jetzt klappt, ob wir da ja drüber, wir sind zu dicht. Ja. As you've watched the last couple of tournaments. Well, winning in consecutive weeks is about as common as seeing a $2 bill, which is you don't see it very often. And in this particular case, can the confidence garnered from that first win carry on to a second? So, für uns heißt es schlicht und einfach immer schauen, dass wir natürlich Pärchen spielen. Pärchen bedeuten in der Regel, dass uns die Jungs nicht auf, aufholen werden. Deswegen einfach nur hier Mitte grün. Hoffentlich safe drauf, zwei Putts und dann das Paar notiert. Ah, okay, da haben wir dann doch die Bäume gehört. Und witzigerweise hat er tatsächlich hier Backspin im Rough, beziehungsweise im Semi-Rough. Okay, das ist dann jetzt nicht ganz so gut gelaufen. Third shot coming up now from the bunker. So, ich bevorzuge immer aus dem Bunker den Schlag mit viel Spin, damit er schnell zum Liegen kommt. Okay, wir schauen mal. Wenn er rechts liegt, ist es etwas besser. Okay, dann wollen wir es mal so versuchen. Oh, er ist ja dann doch ganz schön ein bisschen noch weiter gelaufen. Okay. So. Dann schauen wir mal, dass wir Level, ja, nicht gleich hier am Anfang einen Schlag verlieren.
So, ein bisschen über links. Ein bisschen über links und ein bisschen Speed. Ja, das sollte doch auf jeden Fall rüberbrechen. Sehr gut. Well done. That is in for a par here at the first. And he's going to maintain that substantial lead. On now to the second hole, the first of three par fives here at Harbor Town. At a mere 502 yards, it is also the shortest of these par fives. Any misses right or left of the fairway could block you out from going for the green in two. But a drive of the short grass could open up one of the best scoring opportunities on the course. So, wir merken natürlich jetzt gleich, das ist die Sonntagsfahnenposition. Rechts hinten im Grün, hinter dem Baum sozusagen, ist natürlich klar. So, wir haben hier, wie schon mal im Quest gefordert, ein Eagle gespielt. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir nicht zu weit links rüberkommen. Ja, es startet schon gleich ein bisschen rechts. This one's starting a little bit right. Ja, okay. Okay, okay. Ja, und wir sehen es hier im Swing. Sind wir ein bisschen von außen gekommen, aber wir können hier wieder anscheinend durch die Bäume spielen. Okay, mit dem Eisen. Wir haben Rückenwind. Sollen wir das mal spaßeshalber probieren? Na gut, wir können ja was ausprobieren, aber wenn wir natürlich hier durchspielen. Ah. Eisen 6 mit Rückenwind. Sollte doch eigentlich auch reichen. Okay. Wir müssen nur aufs Grün kommen. Ich meine hier jetzt aus dem Rough heraus den Fade zu spielen. Lassen wir uns mal überraschen. Okay, er bleibt auf jeden Fall mal nicht hängen. Sehr schön. Damit können wir sehr gut leben. 13 Yards bis zum Loch. So, wir sollen pitchen. 13. Ich gehe auf 8. Ja, dann lassen wir den ein bisschen rollen. Ja, wir machen 7. So, beziehungsweise 8. Ja. Es ist eigentlich eben, aber er müsste ja eigentlich ein bisschen rollen. Ja, ich bin mal gespannt. Okay. Ob er dann hinrollt oder nicht. Ah, das war ein bisschen zu viel. Jetzt liegen wir im Fringe. Müssen wir Texas Wedge spielen. Didn't look bad in the air. It hit the green, but didn't sit. Yeah, it was never gonna stop. So, und das ist natürlich immer wegen blöd, weil hier verreist er, also den hier auf die Linie zu bringen. Eigentlich ist es ein gerader Putt. Oder? Ja, man sieht es nicht richtig. Doch, es ist eigentlich ein gerader Putt. Da tut sich wenig. Okay. Ja, da tut sich eigentlich sehr wenig. Ein bisschen vielleicht über rechts. Ein bisschen mehr Speed. Smart play from that distance. Just use the putter to make sure you get the line. And this one goes down for a birdie. Up next, the 469-yard par 4 third. Trees lining both sides of the fairway, so a straight tee shot is imperative. More bogeys than birdies here, so most players are happy with a par. So, jetzt haben wir doch tatsächlich wieder mal ein Birdie gespielt an der 2. Mit dem zweiten ein bisschen übers Grün hinausgeschossen, aber durch die Bäume, das war doch wieder richtig ein cooler Schlag. So, an der Stelle Grüße an den guten Matthias. Ich habe es ihm versprochen. Er hat in die Kommentare geschrieben, nämlich, dass er ja Probleme hatte, mit seinem PC Online-Games zu starten.
und hat ein bisschen recherchiert, und das gebe ich gerne weiter. Das hat er auch in die Kommentare geschrieben. Also er hat recherchiert, dass wohl das Problem sei bei seinem PC, dass er ja mit einem Gamepad spielt. Und da scheint wohl die EA-Plattform dieses Gamepad als entweder nicht zu erkennen oder als Tastatur zu erkennen. Und deswegen hat er Schwierigkeiten, immer mit Online-Games hier entsprechend sich einzuloggen, zu spielen. Und das gebe ich hier an der Stelle gerne weiter. Schreibt so mal in die Kommentare, ob ihr die ähnliche Erfahrung gemacht habt, wenn ihr hier dieses Game auf dem PC spielt und ihr ein Gamepad angeschlossen habt, ob ihr dann auch Schwierigkeiten habt mit dem Online-Spielen. Beste Grüße an den Matthias und danke für die Info. Sowas gebe ich immer wieder gerne weiter hier bei uns in den Videos und an die Community. So, dritte Bahn. 438 Yards, und diesmal wird uns der Wind den Ball kräftig nach links rübertragen. Sollte aber kein Problem sein. Wir müssten genügend Platz haben für den zweiten Schlag, aber er geht sofort nach links. Also heute ist ein bisschen, glaube ich, der Wurm drin. Ja. So that ball nestles down in the rough, just got away a little bit on that tee ball. So off the fairway, his second now at three. So, das ist jetzt, glaube ich, das zweite Mal, dass wir das Fairway nicht so richtig getroffen haben, oder? So, dann schauen wir einfach mal, was er hier von uns will oder was uns der Caddy hier empfiehlt. Ist ein Eisen 8. Der Wind drückt den Ball kräftig. Ja, kräftig ist relativ. Ah, doch. Das ist schon merklich. Okay, den Ball nach links rüber. Das heißt, wir werden hier keine Kurve spielen. Das heißt, er müsste auch ein bisschen kürzer bleiben. Ich werde hier ein Eisen 9 spielen, auch wenn wir nur aus dem Rough 92-99% haben. Okay. Dennoch, wie gesagt, wir wollen einfach nur aufs Grün kommen. So, ich habe übrigens mittlerweile ein bisschen meine Skill Points, jedenfalls, die ich erworben habe, bisher eingesetzt und dadurch ein bisschen unsere Power verstärkt. Landing the ball short, let the ball run onto the green and inside. I'd call that a birdie putt. So, that's birdie range. So, wir liegen wieder mit der Grün hervorragend. The third for this look at birdie. And he couldn't ask for a better setup from this distance. Just slightly uphill, something on the right edge could go in. So, im Schatten ist das Ganze ja immer ein kleines bisschen schwieriger einzuschätzen. Über rechts, etwas den Berg hoch. Über rechts, wie viel? Kontinuierlich, am Anfang etwas weniger, ja, doch es ist eher kontinuierlich. Das heißt, wir werden den richtigen Bogen spielen. Ja, wir werden es mal so probieren, weil allzu viel wird es, glaube ich, nicht werden. Jo. Nicely done. He's looking good early. That's birdies at 2 and 3. And he's gonna move to 23 under par. Jo, ich glaube, wir haben wieder einen guten Lauf. This is vintage Pete Dye, isn't it? Risk and reward, 200 yard par 3, fourth. Obviously, you need to carry that water hazard running the entire length of this hole. You're gonna miss, you miss right. You don't want to miss it short or long, that's for sure. And that's where the Gators are waiting for some golf balls. Okay, also ihr hört es, hier da warten die Alligatoren auf unsere Bälle. Man sieht sie jetzt zwar nicht, glaube ich, wir sehen nur Enten, aber okay. Also, Fakt ist jedenfalls, hier typisches P-Dye-Design, und das ist natürlich ein respekteinflößendes Paar 3. Davon gibt es noch ein zweites natürlich auf den Back 9, und hier muss man schon genau aufpassen, was man spielt. Das Problem ist natürlich hier die kurz gesteckte Fahne. Wir wollen definitiv nicht nass werden, haben aber Rückenwind. Darum werden wir den Ball hier einfach Mitte grün schlagen. Ein bisschen hoch anspielen, damit er auch schnell zum Liegen kommt. Oh ja. Bingo. Damit können wir sehr, sehr gut leben. That's gonna be on the putting surface and a birdie look straight ahead. So. 20-footer here. Es geht bergab, deutlich bergab, 4 Inches, das heißt ein Kästchen mal weniger, und besser ist das.
Ja gut, hinter der Bar, hinter dem Loch würde er ausrollen. Okay. Das Ganze auch hier wieder über die rechte Seite. Aber diesmal etwas mehr. Ja, wir werden es so probieren. Ja, ein bisschen mehr, dass er im Zweifel übers Loch läuft. Rechts übers Loch. Und komm runter. Absolutely perfect there, down the slope, it's in for a birdie. And that's gonna move him to 24 under par. Now to the second of the par fives, the 549-yard fifth. It's a dogleg left off the tee with bunkers on either side of the fairway, but a good drive up near or beyond that cart path should leave you with a good look into a green that slopes off to the right. Jo, sehr, sehr schön. Auch dieses Birdie. Drei Stück jetzt in Folge. Dann nehmen wir erstmal einen Schluck. Ein Paar fünf, das zweite. Eins under, okay. Oh ja, wir machen hier sehr viele Pünktchen. Hoffentlich reicht es dann nochmal für die Erfüllung von ein paar Quests, weil wir brauchen auf jeden Fall Reward Points, denn ich möchte unbedingt Driver Specs haben. Die 5, 517 Yards. Ja, der Wind ist natürlich jetzt gar nicht gut für uns. Der treibt die Bälle da Richtung Wald. Wir müssen da auf jeden Fall versuchen, den Draw reinzudrücken. Im Zweifel halt lieber im Bunker als im Wald. Muss man einfach so sagen. Okay, aber ich glaube, das müsste gut aussehen. Ja, das haben wir gut erwischt. Sauber Mitte Fairway. Sensational all week, and here's another one that's gonna set up nicely in the fairway. So, das Holz 3 für den Transportschlag, der uns sogar fast hier bis zum Grün bringen würde. Aber ich nehme dann lieber das Hybrid. Eisen 4 wird deutlich zu kurz sein, wird nicht reinrollen. Wir nehmen das Hybrid über die linke Seite. Ja, ein bisschen weniger vielleicht, aber dann bleibt er auf dem Grün. Wir werden aber definitiv den Ball höher anspielen. Ja, geht Richtung Stock. Wenn er jetzt noch vor dem Grün aufkommt, wäre gut. Zack. Sehr schön, das hat den nötigen, ja, Energie genommen. Just short released onto the green and now a chance for an eagle 3. Doesn't look like a lot of movement to this one. It's for Eagle. Ja, das Eagle ist machbar. Auch wenn es ziemlich hier berghoch geht. 4 Inches. Das heißt 4. Ja, schon so. Der muss auf jeden Fall hochkommen. Wenn er nicht bis zum Loch kommt, dann kann er auch nicht fallen. Okay. So, was sehen wir hier? Am Anfang geht es eigentlich gerade. Oben fängt es dann an. Ab der Hälfte dann, ja, doch stark zu brechen. Wenn er langsamer wird, bricht's. Okay. Versuchen wir es einfach mal so. Ja, ein bisschen weniger vielleicht, weil wir ja Speed drauf haben. Oh yeah, that's how you take advantage of a par 5. It's in for an eagle 3. Superb. Ja, ich denke, für die Konkurrenz ist es klar. Harbor Town, where position, accuracy will be rewarded. This par 4-6, that 419 yards. Get it in the right spot and you can make a birdie here. Jo, ich denke, die Konkurrenz sieht, dass sie heute keine Chance hat. Wir haben einen richtig guten Lauf. Wir sind richtig gut drauf. Der Platz liebt uns. Und insofern sollte hier die Sache ja machbar sein. Wir schauen mal kurz mal rein ins Leaderboard. 500 Paar nach 5 Bahnen. Das heißt, wir haben 15 Schläge Vorsprung. So, ich bin ein kleines bisschen angeschlagen. Ich bitte das zu entschuldigen. So, wir haben 15 Schläge Vorsprung. Das werden wir, denke ich, auf jeden Fall wuppen. Ja,
Das passt hervorragend. So, wir schauen mal. Der Wind, diesmal Gegenwind, insofern also kein Stress. Das sollte dann doch so weit passen, dass wir den Ball hier einfach Mitte Fairway reinhauen. Jetzt zieht er wieder leicht nach rechts weg. Das sieht nach Bunker aus. Oder? Ja, springt nach rechts in den Bunker. Ah, jetzt würden wir natürlich außerhalb vom Bunker stehen. Das ist gar nicht gut. Ja, doch, wir stehen außerhalb vom Bunker. Und wir haben auch noch... Ja, okay. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall ein Eisen mehr spielen. Definitiv ein Eisen mehr vom Prinzip her. Gegenwind und 85 bis 93 aus dem Bunker heraus. Ja. Ich meine, im Endeffekt auch hier gilt wieder einfach aufs Grün kommen. Wir haben hier sehr, sehr viel Grün zum Anspielen. Ja, wir nehmen definitiv ein Eisen mehr. Ja, ist natürlich echt eine tödliche Position. Wir stehen über dem Ball. Also in echt wäre das eine ganz, ganz schlimme Position zum Spielen. Aber hier haben wir natürlich ein bisschen den Vorteil, dass es eben nur ein Spiel ist. So, wir versuchen unser Glück. Mal schauen, was jetzt passiert. Also er verliert auf jeden Fall nicht sein Gleichgewicht. Steht stabil. Und mit dem Ergebnis können wir mehr als zufrieden sein. Naja, okay, das sehe ich jetzt so ganz nicht, weil es ist schon ein unheimliches Break. Aber wir werden auf jeden Fall versuchen, den Ball tot an den Stock zu legen, um ein sicheres Pärchen zu spielen. Und ich denke, aus der Situation heraus, mit dem Bunkerschlag, würden wir auch wirklich mehr als zufrieden sein mit dem Pärchen. Gut. So, dann schauen wir mal, dass wir den noch versenkt kriegen. Über die linke Seite. Ja, die Frage ist, geht er jetzt gleich vom Schläger rechts weg? Safely in for par here at the sixth. And that's going to keep this large lead right where it is. On to the seventh at 195 yards. This one of the tougher par threes on the course. The water shouldn't be a big issue. We're pressing those two giant trees that serve like sentries at the front of the green. Any ball that gets hung up in there could very likely come down in that bunker that encircles about 90% of the green. So, die Fahnenposition ist eigentlich eine gute. Man hat jede Menge Grün auf der linken Seite. Sie steckt mittig und insofern ist das eigentlich dankbar. Das Problem ist eher der Wind und deswegen müssen wir da kräftig dagegen faden. Okay. So, das Thema ist, es ist eigentlich nur Seitenwind. Eisen 6. Eisen 7. Nee, wir werden es mit dem Eisen 6 probieren, aber dann auch schön hoch anspielen in der Hoffnung, dass eben der hohe Fade den Ball schnell an den Stock bringt. Also die Kurve nimmt er an, das müsste doch... Ja, das passt sehr gut. Tell you what, I've enjoyed watching this display all day long. We hear the phrase in football, ball control. It applies to what we've seen here from this player. That is an outstanding display of ball control. So, sehe ich einen Break? Ich sehe einen Break nach rechts über links also. Vorne breakt ein kleines bisschen mehr. Das heißt, wir machen definitiv linke Lochkante und dann müsste doch das Break ausreichen, dass der rechts reinfällt. Ein kleines bisschen mehr. Ein kleines bisschen schneller. Yes, runs that one right in. It's a birdie here at the seventh. And that's going to move him to 27 under par. On to the number one handicap hole here at Harbortown. And fittingly, the one considered the most difficult. The par 4 eighth at 473 yards.
overzealous golfers could run out of fairway when using the driver. But the approach to a narrow green with a long bunker left and water makes the second shot one of the most harrowing on the course. So, wir haben Gegenwind. Das heißt, der Ball wird kurz bleiben und das bedeutet bei 455 Yards hier auf dieser Bahn, dass wir dann doch einen ordentlichen zweiten Schlag haben werden. Ja, ein bisschen weiter links. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der uns auch wieder... Ja, okay. Er macht die Kurve, wie sie soll, bleibt dann also Mitte Fairway liegen. Also somit haben wir auf jeden Fall einen guten Winkel. 197 Yards, Eisen 5. Ein Eisen 5 für 197 Yards. Okay, 200 Yards wäre hinter den Stock. Natürlich, klar, wir haben ja Gegenwind. Das heißt, der Ball wird schnell zum Liegen kommen. Der wird auf jeden Fall in der Luft gut gebremst bei dem Wind. Bin ich fest davon überzeugt. Das Ganze Mitte grün. Wir müssen hier wirklich kein Risiko eingehen. Genau, Mitte grün, das reicht hier völlig. Ja, okay, ein kleines bisschen wenig im Durchschwung. Aber das sieht doch wieder hervorragend aus. Well, that's how you play the game right there. Knock it on the green and give yourself a good look at birdie. Chance now for another birdie. So, ich gucke hier gerade, ob wir hier die Alligatoren sehen im Wasser. Nein. Es geht etwas bergab. Ja, es geht etwas bergab. 4 inches. Dann machen wir doch hier so. Das Ganze über die rechte Seite. Kein Double Break. Ja, ich glaube, vorhin war es zu viel. So könnte mir das gefallen. Sehr guter Putt. Sehr guter Putt, sage ich da immer. Die guten Putts bleiben vor dem Loch liegen, haben aber die Richtung. Die sehr guten sind hinterm Loch, so wie hier. Und die perfekten fallen natürlich. Und von diesen perfekten hatten wir heute schon jede Menge. Aber mit diesem sehr guten Putt kann ich sehr gut leben natürlich. Denn das sollte jetzt ein Tap-In sein. Nochmal zum Pärchen an dieser schweren Spielbahn. And he'll remain well in control of this tournament. Ja, genau. Wir kontrollieren dieses Turnier. Wir kommen zur neuen, die letzte Bahn der Front 9. Here at Harbortown with the 332-yard par 4 9. What this hole lacks in distance, it makes up for by forcing golfers to be strategic off the tee. A large bunker prevents tee shots from running on, so best to lay up short and take a wedge into this boomerang-shaped green. Ja, genau. Da vorne sehen wir das Clubhaus. Auf der rechten Seite läuft die 1. Und wie der Kollege schon hier erwähnt hat, Bälle, die man zu lang schlägt. Also der Bunker da vorne soll natürlich verhindern, dass eben Bälle aufs Grün laufen. Somit soll es eben kein Drivable Par 4 sein. Ich schlage auch vor, wir werden hier ein ganz geschmeidiges Holz reinspielen. Wir müssen hier keine große Länge spielen. So, wir müssen aber schauen, dass wir auf jeden Fall vom Winkel her gut dann sind. Mitte Fairway, damit wir hier das, die Fahne angreifen können, die aber auch nicht links steckt, sondern mittig. Und wenn ich das richtig sehe, ein bisschen kurz, also eher dann zu versuchen, mit Backspin ranzukommen. So, wir spielen den Ball so mit dem Holz 3. Ja, das sollte doch eigentlich passen. Das sieht gut aus. Da haben wir dann freie Bahn. That will be more than adequate. It's so. Into the fairway. Das sollte dann jetzt ein 60er Wedge sein, oder? Das heißt 70 yards. All that's left here for his second. Ja, okay, wir haben Gegenwind. 60er Finesse, das heißt kaum Spin. Aber wir werden trotzdem Spin draufkriegen. Auf jeden Fall hinter den Stock spielen. Nicht zu kurz. Nicht zu kurz.
Ja, ein bisschen verzogen, aber ich gehe davon aus, dass der spinnt. Ah, okay. Ich würde doch eher sagen, wir nehmen ein Texas Wedge. Das ist safe. Zumal wir kaum Break haben. So, ein bisschen länger, obwohl es bergab geht. Über die linke Seite. Linke Seite. Da kann eigentlich gar nicht viel passieren im Prinzip. Wenn der drüber hinausläuft, dann ist es eigentlich auch ein gerader Putt. Die Sache ist natürlich immer die, wenn man aus dem Vorgrün spielt, wie dann halt hier der Ball eben rauskommt. Aber der sieht... Hervorragenden 16 Schläge Vorsprung. Da sollte nichts mehr anbrengen. To start the back side, beginning here with a 451 yard par 4 tent. Anything left could very well wind up in that lagoon, but anything on the fairway could lead to an under par start to this second nine. Jo, die Back Nines sind dann, wie gesagt, im nächsten Video dran. Das soll es für heute gewesen sein. Wir haben wieder mal hervorragend performt, haben gute Annäherungsschläge gehabt. Natürlich immer gute Schläge ins Fairway. Das ist immer die Voraussetzung. Das sind die Basics und dann natürlich die Eisenschläge auf das Grün, die uns die Möglichkeit eröffnen, eben dann anschließend gute Scores zu erzielen. 7 under par für die ersten 9. Da war dann auch wieder ein Eagle dabei. Wir konnten also tatsächlich hier die 2 schon mal eageln und jetzt hier die 5. Das zweite Paar 5 hier auf den Front 9 und wir gucken jetzt ins Leaderboard. Natürlich liegen wir hier ganz klar vorne und wir sind natürlich, ich sage mal, auf der Zielgeraden, auf dem Weg zum Sieg des dritten Turniers und damit wollen wir dann natürlich dann die Tourkarte für die PGA lösen. So, das soll es für die Frontline gewesen sein. Hilton Head Golf Links, Habertown Golf Links, hier Hilton Head. Und wir werden natürlich gleich die Back Nine in Angriff nehmen, aber das bekommt ihr dann im nächsten Video zu sehen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch wieder mal ein bisschen Spaß gemacht und habt euch auch an dem Eagle erfreut. Und nichtsdestoweniger freue ich mich auch immer, wenn ihr ein bisschen was für euer Spiel hier mitnehmen könnt. Ich bedanke mich und wir sehen uns dann in Kürze im nächsten Video zu den Back Nine hier auf diesem Golfplatz. Ich bedanke mich, sage Tschüss, ciao, cheerio und wünsche euch ein schönes Spiel.